Hey, der Chef am Grill. Wintergrill, der Teich ist zugefroren. Ja? Und es ist kalt, aber hier ist es schön warm. So. Lecker. Also, das ist eine Bio-Putenbrust. Schön vorsichtig gegrillt, nicht immer volle Hebel. In der Ruhe liegt die Kraft. So, und das Ganze, ihr habt es ja gesehen, eine glückliche Konstellation. Ja, schlank geht eben auch anders beim Grillen im Winter. Meine Lieben, so, also, was brauche ich? Mal einen Löffel, eine Gabel und ich habe hier schon ein paar Sachen vorbereitet. Ja. Also, ich mache so ein Tomaten-Chutney. Frische Tomaten, Zwiebelchen, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zitronensaft, ein Schlückchen Olivenöl und dann ist man eigentlich schon fast fertig. So, Zitronensaft dazu. Ende Gelände. So, und das hier kommt dann schön auf ein frisch gebackenes Brot. Ich habe euch ja erzählt, dass ich in dem Buch Schlank geht auch anders sensationelle Brotsorten habe und das ist so ein Brot. Und das könnte man jetzt, wenn man das wollte, eben schön auf dem Grill noch grillen. Das lege ich jetzt einfach mal drauf, ja, dass es so ein bisschen heiß wird. Und dann, schwupp, schwupp, kommt noch eine Guacamole dazu. Und die Guacamole. So, ich habe ein tolles Spiel mit dem Kameramann, nee, Kamerafrau. dazu gibt es frische Avocado. Schau mal her. Also diese Avocado, ja, ich habe die einfach halbiert. Müsst ihr schauen. Die ist auch schön weich. Und dann einmal aufdrehen und dann schwupp, kann man so den Kern rausholen. Und dann hat man rucki zucki eine schöne frische Avocado. So, und zu der Avocado kommt auch noch ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Olivenöl könnte man noch dazugeben und dann hat man eigentlich so eine schöne, leckere, frische Avocado-Creme. Ja. So, und nun kommt das Hähnchen bzw. die Pute. Vorsichtig, ja, relativ heiß angrillen, dann rauf auf die obere Etage und schön vorsichtig gar ziehen. Ja. Man kann da mal rauflangen, wenn so ein leichter Widerstand zu spüren ist, dann ist alles gut. So, dann so, wird das Ganze aufgeschnitten und eben angerichtet. Das ist das Schönste am Kochen. Also, das heiße Brot, dann auch das Brot, die Guacamole, oder ja, ich nenne es einfach mal Avocado-Creme, auf die Avocado die marinierten Tomaten und ganz oben drauf, ihr werdet es nicht glauben, kommt dieses diese Sensations Bio-Putenbrust. Und wenn dem das noch nicht reicht, dann kommt mal mit, gebt ihr noch ein bisschen geräuchertes Paprikapulver oben drauf. So. Saumäßig gut, so klappt es mit der Figur, so klappt es mit dem Grill. Da ist doch für die ganze Mannschaft da. Also, Wintergrillen à la Christian Henze. Ich nenne es jetzt einfach auch mal Blitzrezept. Alright? Also, guten Appetit und hey, das schaut geil aus, wa? Ja, ich bin ja kulinarischer Überzeugungstäter. Guten Appetit, wir sehen uns.